Riga putzt sich, streift die Schatten der Vergangenheit ab. Frische Farbe lässt die ergraute Mähne der Löwen leuchten. Starke Männer werden zum Leben erweckt. Lenin fiel an dem Tag, an dem sich Lettland von der Sowjetunion lossagte, nach 50 Jahren Okkupation. Die Bevölkerung bejubelte die Befreiung von der Diktatur Moskaus. Die Umweltschützer waren in der Ära Gorbatschow die ersten, die politisch aktiv wurden. Sie verhinderten den Bau eines vierten Kraftwerks an der Daugava und das Sterben des Flusses. Sie kämpften gegen die Luftverschmutzung durch die Industrie und setzten sich für den Erhalt lettischer Kultur ein. Es war die Zeit direkt vor der Perestroika, eine Zeit tiefer Stagnation. Die Leute waren sehr verschlossen und ängstlich. Die haben sich sogar davor gefürchtet, in die Kirche zu gehen oder alte Kultstätten zu pflegen. Man musste den Leuten ihren Atem, ihren Lebenswillen zurückgeben. Wir, meine Frau, Künstler, Intellektuelle, wir haben den Umweltschutzclub gegründet und verschiedene Aktionen gestartet. Dadurch wurden die Leute am Ort offener. Diese Kirche war völlig demoliert. Die Stützbalken drohten einzubrechen, die Fenster waren eingeschlagen und es war alles voller Flaschen. Soldaten benutzten den Raum als Toilette, denn in der Nähe war eine Abteilung der Armee stationiert. Wir haben erst mal sauber gemacht und dann haben wir ein Konzert gegeben und mit den Leuten im Dorf ein Fest gefeiert. Die Umweltschützer wurden in ihrer Auflehnung gegen die politische Erstarrung unter den Sowjets unterstützt von Poeten, Malern und Musikern. 300.000 Letten drängelten sich auf ihren Rockkonzerten. Die Bands, auch Perkons, verpackten ihre Kritik in zweideutigen Songs. Wie blöd ist es, einen Schwan zu erschlagen? Das war die bekannteste Allegorie. Am Morgen glüht ein roter Schwan und er glüht so blöd, dass man ihn wieder schlagen muss. Und wieso rot? Rot natürlich wegen des Blutes. Aber das war heikel, weil die Farbe Rot mit der Sowjetunion zu tun hatte. Das Lied sei eine Aufforderung, Kommunisten zu schlagen, hat man uns vorgeworfen. Danach wurden unsere Konzerte verboten. Jinta Silgavis organisierte damals diese Konzerte, die Stimmung machten gegen das sowjetische Regime. Und er malte. Ein paar Bilder aus dieser Zeit hat er in einer verfallenen Fabrik aufgehoben. Damals, vor 10 Jahren, habe ich mit schwarzer Farbe gemalt, als Protest gegen die farbigen Lügen in der Kunst und gegen den Ästhetizismus, den Geschmack dieser Zeit. Aber bald galt auch Schwarz als ästhetisch, als schön. Heute erscheint mir mein Protest eher lächerlich. Zu Protesten und einer ersten großen Demonstration kam es, als in Riga eine Metro gebaut werden sollte. Organisator war der Umweltclub mit Arvids Ulme. Die Metro war das Prestigeobjekt von Oberbürgermeister Rubiks.
Dieses Projekt war wissenschaftlich längst überholt und ökologisch nicht abgesichert. Die städtische Umwelt wäre durch die vielen Baugruben zerstört worden. Riga ist auf Sand und Ton gebaut. Beim Ausschachten der U-Bahn-Tunnel hätte es leicht zu Einstürzen kommen können. 1201 gründete der Bremer Bischof Albert Riga im Namen des Deutschen Ordens. Die Deutschen hatten großen Einfluss, auch unter der Herrschaft von Schweden, Polen und Russen. Die Musiker spielen am Schwedentor Weisen aus dem 17. Jahrhundert. Um 1282 wurde Riga bereits Mitglied der Hanse. Diese Speicherhäuser liegen im ältesten Teil der Stadt. Die Häuser der Schwarzhäuptergilde werden am Rathausplatz gerade wieder aufgebaut. Zu ihr hatten nur ledige deutsch-baltische Kaufleute Zutritt. Letten waren ausgeschlossen. Entsprechend umstritten war die teure Rekonstruktion. Letten, meist leibeigene Bauern und Handwerker, zogen erst in die Stadt, als ihre Arbeitskraft in der Industrie gebraucht wurde. Phoenix existierte bereits als größte Eisenbahnfabrik des Zarenreiches. 7000 Arbeiter, viele Russen, waren in der Sowjetzeit beschäftigt. Mit dem Westen konnte das Werk nicht konkurrieren. Heute werden ab und zu Straßenbahnen repariert. Ein großes Problem war und ist die Integration der russischen Bevölkerung. Mit der Industrieansiedlung wurden Bürger aus allen Teilen der Sowjetunion ins Land gebracht. Circa 30% von diesen russisch sprechenden Einwohnern haben sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Um aber die lettische Staatsbürgerschaft annehmen zu können, müssen sie Sprachkenntnisse vorweisen. Noch heute Konfliktstoff. Ich bin derselben Meinung wie alle russisch sprechenden Leute. Man sollte demokratisch sein. Wir geben uns ja Mühe, Lettisch zu lernen. Man soll uns eine Chance geben. Die lettische Eisverkäuferin will dagegen in der Öffentlichkeit wieder mehr Lettisch hören. Das ist wichtig, weil wir so ein kleines Volk sind. In Riga gibt es nur 38% Letten. Ich arbeite hier ja den ganzen Tag und ich kann nur sagen, die einzige Sprache, die ich höre, ist Russisch, Russisch und nochmals Russisch. Die Daugava, zu Deutsch Düna, fließt in die Ostsee. In der Rigaer Bucht war zum Ende der Sowjetära deutlich zu merken, wie wenig sich die Moskauer Ministerien um die Umwelt sorgten. 1987 musste das Baden verboten werden, weil der Industrieschmutz im Meerwasser die Gesundheit gefährdete. Schuld daran trug unter anderem die Zellstoff- und Papierfabrik Sloka. Demonstranten erzwangen ihre Stilllegung, weil die Technologie des Werkes veraltet war und Filter- und Kläranlagen fehlten. Der vorbeifließende Fluss, die Lielupe, in die die ungereinigten Abwässer flossen, war schon fast tot. Nicht nur das Baden, jegliche Art von Wassersport, selbst Bootfahren waren verboten. Außerdem lag die Fabrik Sloka in einem Kurort. Um die Jahrhundertwende haben reiche Petersburger Familien in den bezaubernden Datschen, die gleich hinter dem Deich in einem Kiefernwald liegen, Urlaub gemacht. An der lettischen Riviera sollten im sowjetischen Arbeiter- und Bauernstaat auch alle Werktätigen einen Erholungsurlaub machen können. Für Bau und Beheizung der Ferienheime wurden die Kiefern gefällt. Viele Heime waren nicht an die Kanalisation angeschlossen. Fäkalien und Abfälle gingen direkt in die Ostsee. Tad priņķidējos un tev visu piedos, smaidu vīpsnam sājām. Während die zugezogenen Riga bevölkerten, lebte die Mehrheit der Letten auf dem Land. Tā.
In der Sowjetzeit wurden ihre Höfe zwangskollektiviert. Während der Perestroika verlangten sie ihr Eigentum zurück, mit Erfolg. Aber sie können nicht an die Zeit vor 50 Jahren anknüpfen. Moderne Technologie fehlt. Die meisten Bauern leben von der Hand in den Mund. Aya und Dainis Maurinja haben es versucht. Als Deutschlehrerin hatte Aya einen guten Job, bis ihr Mann den Hof seines Großvaters zurückforderte. Vor dem Zweiten Weltkrieg war mein Großvater hier Bauer. Mein Vater war Legionär bei der deutschen Wehrmacht. Und nach dem Krieg, als die Russen kamen, in der Zeit der Besatzung, da wurde er deswegen nach Sibirien verbannt. Als er Jahre später nach Lettland zurückkehrte, durfte er nicht nach Hause, also hierher. Erst 1990 war das wieder möglich, als wir frei wurden. Damals bekam ich mein Erbe, dies völlig zerstörte Erbe. In 1990, als wir hier gekommen waren, das war nur Ruinen. In Sowjetzeiten war hier Bombenübungsplatz für Bombenwerfen. Und hier darf niemand kommen. Hier war streng Verbot. Wasser, das war das Erste, was brauchten wir auf unserem Hof. Hier war früher Milchhaus. Und das Wasser ist ganz kalt. Das ist eine Quelle hier. Und auch wir nutzen das aus als Kühlschrank hier. Hier wohnten wir lange Zeit. Hier gab es doch kein Haus und kein Gebäude. Und dann kauften wir einfach solch einen Waggon. Auf unserem Land wächst alles gut. Getreide, Kartoffeln, Kohl, Schweine, Bohnen. Als früher nach Russland alles kaufte, Milchprodukte und auch Korn, das war sehr gut. Aber in dieser Zeit geht es bei uns ganz schlimm, weil unsere lettischen Produkte können wir nicht in Russland verkaufen, in Europa und in Lettland können wir auch nicht verkaufen. Ganz in der Nähe liegt Pampali, einer der wenigen Großbetriebe, die die Wirtschaftskrisen während des politischen Umbruchs überlebt haben. Hektar Land. Ein größerer Betrieb in Deutschland hat 100 Hektar. Die Familien der 330 Beschäftigten leben im Dorf, das von der Kolchose gebaut wurde. Im Krieg waren fast alle Höfe zerstört worden. Die Schülerinnen und Schüler verbringen ihre Sommerferien bei den Eltern im Betrieb. In Sowjetzeiten zur Kfz-Werkstatt umgebaut, die Kirche. Sie ist nicht mehr zu retten. Heute beherbergt sie die Schmiede. Fast alle Arbeitsbereiche sind überbesetzt. Aber da Entlassene keine Alternativen hätten, beschäftigt man sie lieber, damit sie nicht aus der Gemeinschaft herausfallen. Zähne des Mähblattes sind abgebrochen. Neue werden eingesetzt. Er ist hier aufgewachsen, hat die Agraruniversität absolviert und danach auf der Kolchose gearbeitet. Später war er ihr Vorsitzender, Janis Valko. In der Kolchose hatte jedes Mitglied eine Stimme bei Entscheidungen. In der Anteilsgesellschaft, die wir heute haben, hat jeder eine Stimme pro Anteil.
Früher musste ein Minimum an Tagen im Jahr auf der Kolchose gearbeitet werden. Nur dann wurde dieses Jahr angerechnet und bezahlt. In Kolchose-Zeiten hatte man das Land nur zur Benutzung. Heute ist es Besitz. Damals konnte jeder nur einen Hektar privat bewirtschaften, heute 2 Hektar. Im Januar 1991, nach dem Blutsonntag in Vilnius, waren alle entbehrlichen Arbeitskräfte auf den Barrikaden in Riga. Die berüchtigten schwarzen Berette stürmten am 20. Januar das Innenministerium. 5 Menschen starben. Erst der gescheiterte Putsch der Gegner des Reformkurses in Moskau brachte die Wende. Am 23. August 1991 ließ die Volksfront die rote Fahne einholen und verkündete die Wiederherstellung der unabhängigen Republik Lettland. In der Landwirtschaft bedeutete das Rückgabe der Höfe an die Bauern, Auflösung der Kolchosen. Alle Mitarbeiter bekamen einen Anteil, dessen Größe sich danach bemaß, wie viele Maschinen, Kühe und Land enteignet worden waren und nach dem früheren Verdienst. In Pampali hat man sich entschieden, in einer privaten Anteilsgesellschaft weiter zusammenzuwirtschaften. Ihr Geschäftsführer Janis Valko. Wirtschaftlich bedeutet das, dass wir verschiedene Produktionszweige vereinigen. Auf dem Markt verändert sich die Situation dauernd. Und manchmal gibt es in einem Bereich Gewinne, im anderen Verluste. Beim Rindfleisch zum Beispiel. Einfacher wäre es natürlich, wenn wir weniger Wirtschaftszweige hätten. Und da ist die soziale Seite. Bei uns im Dorf leben viele Menschen und nicht alle sind Führungskräfte. Das Problem ist, dass sie es in den Kolchose-Zeiten gewöhnt waren, Befehle zu bekommen. Heute sind sie oft nicht in der Lage, selbst zu entscheiden. In Pampali werden 4000 Kühe gehalten, hauptsächlich für die Milcherzeugung. Täglich werden Proben genommen, um Menge und Gehalt zu kontrollieren. Der Melker ist mit seinem Job unzufrieden. Ich habe Anteile an der Gesellschaft. Im Monat verdiene ich theoretisch 80 Latz, 250 D-Mark. Aber nach Abzügen bleiben mir nur 55 Latz und damit komme ich nicht aus. Viele Sachen sind gut. Die Wohnungen sind zum Beispiel billiger, wenn man Mitglied der Anteilsgesellschaft ist. Außerdem kann man sich in heutigen Zeiten nur freuen, wenn man einen Arbeitsplatz hat. Alle, die hier arbeiten, müssen dazu verdienen. Auch die stellvertretende Abteilungsleiterin, die Brigadierin. Ich habe etwa 20 Latz, 60 Mark für mich übrig. Wir versuchen in unseren privaten Ställen Vieh zu züchten und von dem, was wir in unserem Garten selbst angebaut haben, satt zu werden. Ich bin sehr gern auf dem Land. Ich möchte nicht in der Stadt leben. Jede Familie hat ihren Garten und einen Stall mit Kühen und Schweinen, die vor und nach der Arbeit versorgt werden. Das ist ihr Polster für Notzeiten. Während der Sowjetzeit wurde hier etwa 6-mal mehr Milch und Fleisch erzeugt als auf den Kolchosen. Ein zukunftsträchtiger Zweig ist die Caseinherstellung. Aus Magermilch wird ein Eiweißkonzentrat gewonnen, das sich in Frankreich und Deutschland gut verkaufen lässt. Die Länder der Europäischen Union produzieren Casein ungern selbst, weil dabei Butterberge übrig bleiben. Die belasten jetzt Lettland und drücken die eh schon niedrigen Preise. Auf dem Markt wird viel mehr angeboten als nachgefragt.
Aja Maurinja verkauft Butter, Honig und selbst hergestellten Käse. Früher hat sich die Arbeit rentiert. Seit der Abkehr von der Sowjetunion und der Öffnung nach Westen läuft das Geschäft schlecht. Bei uns kaufen die Leute ausländische Produkte, die sind billiger. Und darum kaufen diese ausländische Produkte, Margarine oder Butter. Oder, ja, und wir Bauern, wir stehen mit unseren ökologisch sauberen Produkten ganz ohne Bewegung. Und Moskau macht alles, dass wir zugrunde gehen. Sie macht eine ökonomische Blockade. Unsere Produkte, die früher nach Petersburg, nach Moskau, nach all diesen Gebieten gekommen waren, jetzt ist alle nur Schluss gemacht. Während Aya auf dem Markt steht, bringt ihr Mann mit den Nachbarn die Heuernte ein. Auch er ärgert sich darüber, dass die baltischen Staaten den Ostmarkt verloren und im Westen wenig Chancen haben, etwas abzusetzen. Die Bauern werden dort ganz anders gefördert. Die Zollschranken sind aber bereits gefallen. Wir haben große Schwierigkeiten, weil die Bauern in Europa Subventionen bekommen und wir nicht. Das ist eine unredliche Konkurrenz. Feuer machen, melken, Käse herstellen. Zurück zur Natur. Ein starkes Motiv für Eier, die harte Arbeit durchzustehen. Die Kinder, die während der Aufbauphase mit anpacken mussten, haben sich längst andere Berufe gesucht. Aya weiß, dass sie und ihr Mann allein den Hof nicht halten können. Aufgeben will sie aber auch nicht. Jetzt setzt sie auf den Tourismus, in einer ökologisch intakten Landschaft und mit gesunder Kost. Das ist so heiß. Oi, das ist so heiß. Schon brennt, aber das darf nicht sein. Ich mache Schluss. Weil die Letten bis Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem Bauern waren und Fremde bis heute ihre Städte bewohnen, kann das lettische Volk nur auf dem Land überdauern, glaubt Aja Maurinja. Wir Letten sind Bauern, alle, im Herzen und im Kopf. Ich denke so, dass unser lettisches Volk soll auf dem Lande bleiben. Ohne unser Land geht unsere Nation und unser Volk, lettisches Volk, kaputt. Mit seiner schwimmenden Galerie will auch Jinta Silgalvis in Riga Touristen anlocken. In mühevoller Kleinarbeit haben er und seine Frau das Schiff restauriert. Dieses Schiff haben wir vor 2 Jahren fast versunken gefunden und mit Hilfe von lettischen und ausländischen, auch deutschen Firmen renoviert und zu einer Kunstgalerie umgestaltet. Jintas Silgavis will auf seiner Arche zeitgenössischer Kunst eine Chance geben und Maler, Musiker und Dichter zusammenbringen. Jintas eigenes Objekt darf an ein KGB-Archiv erinnern. Da das Geld kaum für das Notwendige reicht, ist für Kunstobjekte nichts übrig. Früher hat Sesostris Kede monumentale Figuren von Dichtern und Musikern hergestellt. Um solche Aufträge zu bekommen, musste er allerdings auch Lenin und andere Größen der Sowjetzeit porträtieren. Fast alle diese monumentalen Büsten sind in den Jahren nach der Unabhängigkeit zerstört worden. Seither hat er keine einzige Skulptur mehr verkauft. Heute werden Fratzen, steinerne Ladies und Ornamente restauriert. Die Jugendstilhäuser des Russen Michail Eisenstein, Vater des bekannten Filmemachers Sergei Eisenstein, wurden um die Jahrhundertwende gebaut und sind über Rigas Grenzen hinaus bekannt.
Die Jugendstilarchitektur entstand in der wirtschaftlichen Blüte des letzten Jahrhunderts. Damals war fast die Hälfte der Bevölkerung Rigas deutsch. Prachtbauten und Karossen gehören heute der lettischen und russisch sprechenden Elite. Die Lebensqualität der meisten Letten hat sich materiell wenig verbessert. Die Schere zwischen Reich und Arm geht weiter auseinander. Opfer sind vor allem die Alten, deren Rente häufig nur für Miete oder Mahlzeit reicht. Der Umweltclub ist noch immer aktiv. Arvids Ulmer unterrichtet ökologisch interessierte Gruppen. Sein Hauptanliegen aber, 10 Jahre nach dem Umbruch, ist die Verankerung von Umweltschutz in Politik, Landwirtschaft und Tourismus. Das Wichtigste ist, dass wir eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Organisationen wie unserer zustande bringen. Zwischen Bevölkerung und Regierung hat sich ein tiefer Graben aufgetan, den wir überbrücken müssen. Das wäre dann auch der Anfang einer Demokratie. Unsere Kritik war damals ideologisch bedingt, war gegen den Kommunismus gerichtet. Heute geht es um die Macht des Geldes. Der Mensch muss sich selbst befreien von der Sklaverei in seinem Herzen, damit er das Königreich der Freiheit in sich selbst aufbauen kann. Musik.